Das war gar nicht die Hütte, die auf der Karte ist. Alles klar. Okay, hier ist auch gar nichts. Super. So, wo ist jetzt Hütte? Wo ist Hütte? Da geht's nicht zur Hütte, oder? Oder geht's hier zur Hütte? Ich glaube. Es sieht gut aus. Oh, sorry, dass wir jetzt hier nur ein bisschen rumgelaufen sind in der Folge. Das ist mir ein bisschen peinlich, aber naja. So, da ist noch ein Kollege. Der wird wahrscheinlich gleich aufstehen. Natürlich. So, könntest du auch mal ein bisschen schießen? Oder ich mach das. Das geht natürlich auch. So, hinterlässt er mir noch was Schönes? Jo, Erfahrungspunkte. So, dann gehen wir jetzt mal einen schönen Bärensen Winterapfel trinken, wa? Ich hole Hilfe, der Treffpunkt kann nicht mehr weit sein. Oh, oh, warte! Schon immer so? Das mit dem Heilen? Mein Vater war Wissenschaftler. Er arbeitete an BOWs, als der Unfall geschah. Zum Glück wurde ich noch rechtzeitig mit dem Impfstoff behandelt. Aber der Virus reagierte und passte sich wohl an. Seitdem ist er ein Teil von mir. Was wurde aus deinem Vater? Seine Arbeit war sein Tod. Als er dann starb, war sein Körper so stark mutiert, er war kaum zu erkennen. Tut mir leid, ich wollte dir nicht... Schon okay. Außerdem hat es ja auch zu etwas Gutem geführt. Ja, du hast Superkräfte. Das meinte ich nicht. Die Leute, die mich gerettet haben, Leon und Claire, sind die besten Freunde, die ich je hatte. Claire ist die Schwester dieses BSAA-Typen, ne? Sie riskierten ihr Leben für mich in Raccoon City. Ich versuche wohl immer noch so zu werden wie sie. Und gebe nie auf. Egal wie schlecht es steht. Apropos schlechte Chance. Unerwünschten Besuch. Aber ohne Einladung geht gar nichts. Eliminieren Sie alle Feinde. Na super, ich liebe Hütte verteidigen. Ach, scheiße. Was? Ach, Mann. Ey, was? Gerade die Folge angefangen und schon umgefallen. Ach, da kommt schon wieder Mr. Hirschkäfer. Kann er mal bitte aufstehen? So, da ist... Ah, der ist schon tot. Hütte verteidigen mochte ich ja schon in Teil 4. Warum? Achso. Ich dachte gerade, wieso hat die Kamera sich jetzt gedreht? Müssen die jetzt alle mutieren? Ich glaube, da ist gerade ein Kraut, ne? Oder, ne, was? Sprengsatz, okay. Mal gerade Nahkampf machen. So, müssen natürlich aufpassen, weil die auch von draußen reinschießen. Ah, der zeigt gerade sein Innerstes. Komm, ich hab Bock auf deine inneren Werte. Oh Mann. So, wenigstens lassen die Munition fallen. Oh, ich muss mal gerade zwei Tic-Tac einschmeißen. So, müssen aufpassen, draußen wird reingeschossen. Hallo, kannst du dir mal die Muni mitnehmen? Danke. So, Kontrollpunkt. Ach, du Kacke. So viel zum Thema... Eieiei. Ah, Mann, ich will einfach nur... Kann ich nicht... Ich könnte natürlich auch eine Granate werfen. Aber bis ich jetzt eine Granate ausgewählt habe, bin ich tot. Glaube ich.
So, ich würde gerne mal ein paar Nahkampfattacken machen, weil während wir Nahkampf machen, können die uns nicht beschießen. Ah! Das ist nämlich nicht so vorgesehen vom Spiel. Hey, lass die Kleine in Ruhe. Uiuiuiui, das war gut. Um den Tisch rennen ist gar nicht mal so schlechte Taktik. Da erwischen wir wenigstens alle. So. Haben wir gerade mal ein paar Minuten? Ach du Scheiße, jetzt. Eine Lawine. Wir müssen sofort weg hier. Ja, ich hänge am Tisch fest. Sie soll leise sein. Oh. Ah, wir können. Schneller, sonst werden wir begraben. Oh Scheiße. Jetzt muss ich auch noch Schneemobil fahren. Tomb Raider 2 lässt grüßen. Bremsen und beschleunigen. Oh. Ja. Entschuldigung. Scheiße, Entschuldige, aber was war das denn? Ah, ich habe gerade gelesen, was wir machen müssen und schon sind wir tot. So, wir geben natürlich Gas. So, ich glaube, hier ist unterwegs immer irgendwas zum... Wie lenke ich eigentlich? Achso, mit links und rechts. So drehe ich nur Kamera. Danke, sehr tröstlich. Oh nein! Nach rechts! Oh nein! Eine Lawine! Oh Gott. Ach du Scheiße. Oh, Baum. Bäume gibt's hier auch. Ich fahre ihr mal hinterher. Ich glaube, sie kennt sich. Sie kennt den Weg. Ich seh irgendwie gar nicht, wo ich hinfahre. So, wir nehmen mal den Weg hier. Ach du Scheiße. Okay, 7 Meter. Sind wir von ihr noch entfernt. Und da ist das Ziel. Okay. Nein, oh, nein, das will ich auch gar nicht. Scheiße. Okay, hoffentlich ist die Lawine... Oh, da kommt... Ach, hier liegen immer zwischendurch Sachen rum. Das ist natürlich sehr toll. Oh, dass ich die alle aufgesammelt habe jetzt. Ich wollte doch schon sagen, eben habe ich da irgendwas gesehen. Ah, da kommt ein Baum. Muss wohl ein unzufriedener Obi-Mitarbeiter gewesen sein. Oh, verdammt. Ach, das... Ja, Medaille, natürlich. Klar, da denke ich auch dran. So, wir nehmen mal ab und zu ein bisschen was auf hier. Ich drücke mal ein bisschen R zwischendurch, aber kann ich auch nicht ständig, weil wenn ich nach links drücke, ich habe leider nur einen Zeigefinger. Wow, was? Das ist keine gute Idee. Jetzt ist es zu spät. Ja, da sagst du was, Mädchen. So, hier ist der nächste Kontrollpunkt. Oder? Oh, oh. Scheiße. Scheiße. Oh, Mann. War da der nächste Kontrollpunkt? Ich hoffe. Ich hoffe. Ich konnte da nicht ausweichen. Das ging ja gar nicht. Oh Mann, oh verdammt. So, mal gucken, vielleicht kriegen wir die Medaille jetzt oder war die da vorher? Ich glaube, die war vorher, ne? Ich sehe hier aber auch so wenig. Ach, Scheiße! Oh, verdammt. So, wo lang? Wo war? Was? Nein, ich muss nach rechts. Scheiße. Oh, ist das eine blöde Stelle. Ich muss nach rechts rüber, alles klar. Oh Mann, ey. Okay, das wird aber zu schaffen sein. Das wird kein ewiges Probieren jetzt, denke ich. Ich versuche nochmal ihr hinterher zu fahren. Vielleicht ist die Strecke sicherer. So, komm her, Mädchen. Ich fahre dir jetzt genau hinterher. So, jawohl, perfekt. Boah, Scheiße. Gut, also immer hier hinterher fahren. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ja, mache ich. Oh. Boah, wie ich gerade einfach nur gedacht habe, bitte keine Rennszene, bitte keine Rennszene. Gott sei Dank kam keine. Ah, gut. Sind Sie okay? Mach dir keine Sorgen, bin gebaut wie ein Panzer. Schön, werde ich nicht. Finden Sie den Höhlenausgang. Geil mit dem Eis hier. Cool gemacht irgendwie. So leicht transparent. So, 34 Schuss. Wunderbar, wir sind voll geheilt. Ich guck mal eben, wir können ein bisschen Kräuter noch kombinieren. Ich glaube, das mache ich mal eben. So, dann haben wir wieder 3 Stück. Die können wir uns mal eben... nein, stopp, zurück. V zurück. So, jetzt hier drauf, wieder Maus wieder. Wisst ihr, deswegen, ich kann mir das auch blöderweise dann... Nein, nicht kombinieren. Zurück, Moment, so. Ich mache das jetzt von Hand, so. Ah... So, mit der Maus anklicken, dann mit Leertaste bestätigen, hier drauf gehen und dann wieder okay. Also wenn man da im Kampf ist, Leute, ganz ehrlich, dann denkt man doch nicht daran. Deswegen, das ist so blöd gelöst mit diesem Menü. Wow. Ja. Pass auf den Weg. Ich frage mich, wie tief die Mine wohl ist.
Okay, hat er irgendwie eine Taschenlampe oder so? Ich sehe gerade nicht sonderlich viel. Das ärgert mich jetzt, dass ich die Medaille leider nicht mitnehmen konnte. Naja. Wir finden hoffentlich noch mehr. Okay. Ah, der schon wieder. Hä? Was muss man tun, damit er stirbt? Lassen Sie sich nicht von Ustanak entdecken. Ach du Scheiße. Vor allem frage ich mich gerade, was sollte das? Warum haben die den da... Machen die hier so eine Art Test mit dem oder was? So, man konnte irgendwie auch schleichen, ne? So, diese kleinen Viecher sind anscheinend mit dem verbunden oder so. Der macht aber ganz schön Wind da unten, wa? Und wir sollten nicht in diesen blauen Leuchtblinkbereich kommen. Oh oh. Das Vieh kommt hier hoch, scheiße. Ich frage mich, was passiert, wenn man diese Wanzen abschießt. Ich meine, testen können wir es ja mal. Kann man denn, da drin kann man in Deckung gehen. Warte mal, was passiert, wenn ich die abschieße? Er hat uns entdeckt. Ah, okay, dann entdeckt er uns sofort. Alles klar. Ja, mache ich sofort. Einmal rein in den Container. Ja, genau. Hm, da ist schon wieder eine. Wie soll ich denn an denen vorbeikommen? Die fliegt doch jetzt wieder hier zurück gleich. Muss mir das Bewegungsmuster mal anschauen. So, die geht bis da vorne hin. Ah, das ist ja super. Und jetzt kommt die schon wieder zurück. Wie soll ich die denn umgehen? Warte mal, bis wohin fliegt die denn? Vielleicht kann ich zwischendurch in den Container steigen. Und muss dann schnell wieder raus. Warte mal. Die fliegt jetzt... Ne, an der komme ich gar nicht vorbei. Hä, wie soll ich denn das machen? Ich kann den Container nicht als Ausweichdingens nehmen, weil die fliegt... Warte mal, ich gehe mal auf die andere Seite. Vielleicht können wir da irgendwas machen. Da ist eine Leiter. Okay. Muss ich die Wanzen vielleicht doch ausschalten? Wo ist der überhaupt? Wo ist der Typ? Der ist weg. Okay, alles klar. Hm. Vielleicht muss ich die doch abballern. Weil ich komme ja hier nicht vorbei, sieht man ja. Wo ist die Wanze? Da hinten. Warte mal, ich versuche die mal doch abzuschießen. Vielleicht geht das ja. Mist hat uns entdeckt. Ja, ist egal. Auf jeden Fall ist die Wanze tot. Das heißt, wir kommen da jetzt weiter. Ich hoffe natürlich, dass der nicht irgendwann auf den Trichter kommt und denkt, ah, guck mal hier. Oh oh. Ja, ich warte mal kurz noch. Okay, Musik hat sich wieder beruhigt. Alles klar, wir müssen die Wanzen also doch abschießen und uns dann immer verstecken. Alles klar. So, da ist die nächste. Bis wohin fliegt die? Bis dahin. Okay, alles klar. Gerade schauen. Die fliegt jetzt... Ich befürchte, die müssen wir auch wieder abschießen. Gerade mal gucken, bis wohin. Ja, genau. Okay, die müssen wir auch wieder abballern. Ja, an der komme ich nicht vorbei. Gut. Wie gesagt, ich hoffe... Ich hoffe, dass... Er hat uns entdeckt! Ja, ja, ja. Komm, schnell hier rein. Ah! Ja. Boah, das war knapp. Hm, er guckt schon ein bisschen genauer. Oh oh. Okay, das heißt, wir müssen die... Wir haben dreimal. Dreimal dürfen wir. Und dann entdeckt er uns. Okay, also das heißt, wir müssen die Wanzen direkt abschießen. Verdammt nochmal. Was muss man tun, damit er stirbt? So, wir müssen die direkt abschießen. Dann nehme ich doch direkt das Scharfschützengewehr.
ne? Ja, ja. Ich weiß. So, darf ich? Bitte hier rein, danke. Sehr schön. Haben wir geschafft. So, ich hoffe, dass ich das richtig mache, aber ich weiß nicht, wie man sonst an den Wanzen vorbeikommen soll, ehrlich gesagt. Ich darf mich halt nicht immer im selben Ding verstecken. Ich hoffe, dass da unten gleich noch ein anderes kommt. Den haben wir. So, hier rein. Okay, zweites Mal. So, kurz warten. So, jetzt komme ich da hinten auf jeden Fall schon mal weiter. Ich hoffe, dass wir da noch eine andere Kiste haben zu verstecken. Weil hier vorne wird es jetzt gleich brenzlig. So, Usternack ist wahrscheinlich jetzt oben irgendwo. Ah, da ist noch eine zweite Kiste. Okay, alles klar. So, da unten blinkt es. Das heißt, da wird eine Wanze sein. Gut, die fliegt aber wieder weg. Die fliegt nicht hier vorne hin. Gut. Ich gucke aber gerade sicherheitshalber nochmal, bevor ich hier runterspringe. Kurz warten. Die müsste gleich zurückkommen. Oder? Da hat die aber einen ziemlich weiten Weg. Verdammt. Wir können auch nicht... Der Typ hat anscheinend... Der hat irgendwas, ne? Der hat so eine Keycard. Die habe ich eben schon gesehen, wo der umgefallen ist. Okay, das Fluttervieh kommt nicht zurück. Warum nicht? Das ist irgendwie nicht sonderlich gut. Ich gehe mal runter. Oh, Kontrollpunkt. Das ist aber lieb. Vorsichtig. Aha. Okay, wo ist das Vieh? Ah, da kommt's. Okay, wir kommen ja, denke ich, eh wieder nicht vorbei. Also, das heißt... Er hat uns entdeckt. Ja, ja. Komm, lauf, 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 lauf. So. Alter, war das knapp. Okay, hat er uns schon gesehen, oder? Nee, hat er nicht. Ja, was anderes bleibt uns aber nicht übrig. Okay, raus hier. So, wir hatten ja einen Kontrollpunkt. Sollte jetzt hier was schief gehen, ist alles gut. So, die Wanze haben wir ausgeschaltet. Ah, da ist noch eine. Oh, oh. Da vorne stapft er rum, der Kollege. Wo flattert die Wanze denn hin hier? Wie, da ist noch eine? Ah, toll. Ja, die ist doch dann wieder im Weg. Die muss ich doch dann auch wieder abschießen. Scheiße. Es sei denn, die biegt irgendwo ab. Aber ich glaube, so viel Glück werden wir nicht haben. Die hält jetzt da vorne an wahrscheinlich und dann fliegt die zurück. Ja. Verdammt. Ich will hier auch nicht rennen, weil er direkt neben uns ist. Okay, dann müssen wir uns nochmal in dieser Kiste verstecken. Es hilft nichts. Gott sei Dank sind wir schneller als die Wanze. Oh, nur bis dahin? Ernsthaft? Scheiße, das schaffe ich doch nie bis zur Kiste. Das schaffe ich doch niemals. Und die Leiter nach oben? Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Nee, das kannst du doch knicken. Das kannst du knicken. Tolle Wurst. Ich schaff das doch niemals, die abzuschießen und dann in die Kiste zu kommen. Mist hat uns entdeckt. Komm, lauf, 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 lauf. Schnell, verstecken. Ja, ja, bin schon dabei. Komm, 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 rein. Alter, das war knapp. Okay. Das war Nummer 2, ne? Der dürfte uns eigentlich... Behalten Sie die Hände bei sich. Wie geil. Ja, ja. Ach, schön. Konnte man nur leider nicht so gut verstehen, weil die Musik so laut war. Oder weil ich reingequatscht habe, aber man konnte ja lesen, was da los ist.